Jo, herzlich willkommen zurück zu Yakuza Kiwami 2. Wir sind stehen geblieben, wo? Natürlich am helllichten Tage in Osaka, und zwar in Chapter 3, also Kapitel 3. Was ich bis jetzt gar nicht gemacht habe und was ich mal machen muss, ist definitiv unseren Herrn mal ein bisschen aufmotzen. Ja, der hat 25 neue Stats, also Skills, und wir gucken mal, was wir damit so anfangen können. Hier zum Beispiel Boost Health, immer nützlich, ja. Boost Attack, natürlich immer nützlich, nehmen wir mit. Boost Defense, alles einmal. Boost Heat Gorge. Was hat er noch für Battle Skills? Lunge, kostet ein bisschen was. Skill Acquired. Ja, so muss das sein. Leaping Fist. Wieder mit Finishing Hold. Also, können wir alles gebrauchen. Den Rest können wir uns jetzt nicht leisten, ist zu teuer. Heat Actions. Und hier haben wir noch eine Essence of Opportune Strike. Boost XP Gain, ja, das ist gut. Experience können wir immer gebrauchen, also Erfahrungspunkte. Boost Hunger Goat, Boost Digestion. Okay, become hungry faster and obtain more XP through meals. Warum nicht? Warum nicht? So, ich glaube, das sollte für den Anfang reichen. Boost Health können wir uns noch gerade so leisten. Holen wir uns noch mit. Ja. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Und jetzt können wir mal ganz entspannt überlegen, was wir denn jetzt so machen wollen, ne? Vielleicht mal ein bisschen umschauen, wie Osaka so am Tage aussieht. Beziehungsweise, wie heißt das hier? Sotenbori, ne? Ja. Ja, wir sollten ja ein Messer besorgen. Na, so viel zum Thema Messer. Da kommen erstmal ein paar neue Yakuza-Freunde, die unbedingt mit uns anlegen wollen. Naja, dann sollen sie das tun. Du schlägst mich. Wie mache ich das eigentlich? Wie bringe ich das zu Ende? Das weiß ich immer noch nicht, ja? Das nervt mich total. Wenn ich den dann habe... Da, nimm das Geld. Der lebt noch. Oh, gut abgewehrt, mein Freund, aber jetzt ist Schluss. Ja, Leute, tut mir leid, ich bin's nicht, ich bin unschuldig. Was war hier? Sprinten tut man mit X, genau, hier können wir nicht rein. Was hat es mit diesem Ort hier auf sich? Ah, da liegt was auf dem Boden. Silver Plate. Ja, leider kein Messer. Können wir da rein? Nö. Aber hier gibt's Takoyaki. Masters Takoyaki. Okay. Let's give it a try, my friends. Kein Problem, immer wieder gerne. Wenn's schmeckt, Junge, wenn's schmeckt, dann kommen wir doch gerne wieder vorbei. So, Taxi, ja. Taxi sollen wir eigentlich auch fahren. War eigentlich der Sinn der Sache? Wem gehört das Fahrrad, der es so ungünstig abgestellt hat? はい。
No problem, man, no problem. Ausgerechnet der Yakuza gibt dir Tipps fürs Leben. Equipment Box? Ah ja, zum Ablegen. Ja gut, im Moment brauche ich das noch nicht. Ne? Kein Problem, Mann. Das brauchen wir dann, wenn wir zu viele Waren haben. Zu viele Gegenstände, die wir alle ablegen müssen. So, was gibt's denn hier Schönes? Imuraya Steamed Bun. Yokan Atsukiba Super Cup Extra Large Squid Yakisoba. Achso, die Pocket Tissues, ja. Also im Moment wüsste ich nicht, was ich brauche, weil es ist nicht notwendig für eine Quest oder fürs Weiterkommen oder ähnliches. Aber man konnte sich ja hier mal umschauen und. Naja. Mal sehen. Da liegt noch was. Ah ja, jetzt haben wir endlich auch mal einen Schlüssel für diese Coinlockers, für diese Schließfächer da. Oh nee, Mann. Was wollt ihr denn von mir, Junge? Wow, der hat einen Elektroschocker, der Penner. Ich glaub's nicht. Okay, das war's. Hat der mich eiskalt geschockt hier. Ohne Scham, ohne Rücksicht, ohne einmal zu zögern. Na, hoffentlich kommen wir jetzt nicht noch mehr von dieser Sorte hier über den Weg. Bist du dir sicher? Vielleicht solltest du deine Meinung überdenken. Ich mag's nicht, wenn man einfach sinnlos Leute bedroht, mein Freund. Das solltest du nicht machen. Komm her. Komm her, hab ich gesagt. Ah, ja, direkt mal das Fahrrad hinterher getreten. Komm, steh auf, Junge. Komm. Normalerweise tritt man nicht auf Leute, die am Boden liegen, aber du bist auch nur ein hinterlistiges. Ja, ich möchte es jetzt nicht ausdrücken. Ich hätte ihn greifen können. Jetzt. Bam. Komm, nimm das Bike. Komm her, Junge. Schluss damit hier. Dann mach dich ab. Aha, ein neuer Kumpel. Schön. Excuse me, sir. Wer hat das gesagt? Du? Mit dir habe ich schon gesprochen. Ah, da liegt noch mal was auf dem Boden. Schnell holen, bevor es jemand anderes nimmt. Ah ja, wieder so ein Key. Weiterer Schlüssel. Mal gucken. Ich meine mich zu erinnern, wo diese Locker Keys waren, aber alles zu seiner Zeit. Er hat schon was für sich, hier ein bisschen spazieren zu gehen, mitten in der Stadt. Club Sega. Hier hatte mich doch jemand angesprochen, ne, bei der letzten Folge.
Ja, komm. Let's give it a chance. Mhm. Aha. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, mein Freund, aber wir werden es bald herausfinden. Okay, show me. Ah, was ist das? Decrease flow intensity. Aha, aha. Decrease and increase. Ja, rules cancel begin. Mhm, okay. Ja, ich glaube, es leuchtet ein. So, also ich soll X drücken, um zu beginnen. Und dann geht's los. Worum geht's hier? Worum geht's? Intensität? Max, ich bin beim Max. Blast Gorge. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich den Sinn der Geschichte verstanden habe. Warum sollte ich decreasen? The next pisser will fight your Peace Corps. Ich. Ja, muss ich eine Balance halten oder worum geht es hier? Blast Gorge. Bladder, thank you for keeping your toilets clean. Our toilets, of course. Ja, das ist natürlich frustrierend, ja. Ich verliere ungern, auch wenn es so ein krankes Spiel ist. Beim Darts lief es ja letztens besser, aber ich weiß jetzt nicht, was hier los ist, ne? Ich habe den Sinn des Spiels noch nicht verstanden. Aber... Ey, ich wollte nicht aufgeben. Ach so, immer wenn ich auf Toilette muss. Tut mir leid, Mann. Aha. Alles klar, ich hab's kapiert. Willst du mich durchlassen oder nicht? Wer ist die junge Dame hier? Und der Herr. Hier. Danum masu. Der Robo-Manager? Wer ist das? Ist das der Robo-Manager? Insert 500 Yen? Ja, müssen wir dann wohl machen, sonst können wir wohl nicht spielen, ne? Move Claw Left. Echt? Mit X? Mmm,
Also, okay. Also im Prinzip geht's um Timing. Move Claw Left. Und da muss ich loslassen, nehme ich an. Move Claw Back. Immer Left und Back. Ist das immer gleich, oder? Wieder zu früh. Also den vorne links kann ich nicht nehmen. Ich muss den hinteren links nehmen. Wenn es immer das gleiche Muster ist. Ich habe 3 Versuche, so. Letzter Versuch, Leute. Komm schon, Mann. Nein. Wieder zu früh. Er ist weiter vorne, als ich gedacht habe. Die Perspektive kann täuschen, aber ich kann die Kamera auch ändern, ne? Einen Moment, ich werde das jetzt mal ein bisschen erproben. So. Ich kann die Kamera so drehen. Und gucken. So, nicht zu weit. So kann man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Wenn das mal nicht zu weit war. Immer noch zu wenig. Ey, das gibt es doch ja nicht. Unglaublich, wie eine Perspektive täuschen kann, ne? So, jetzt aber. Geh nach links. Na komm, Junge. Mal gucken. Das gibt's doch gar nicht. Ja, also es hat schon was gemeinsam mit dem echten Leben, ne? Na, war das weit genug? So, mal gucken, ob er diesmal richtig greifen kann. Komm, Bruder, komm schon. Ja. Komm schon. Nein, nicht fallen, nicht zu früh. Komm schon, du packst es. Ja, Mann, ja. Wie man sich über so einen Scheiß so freuen kann, ne? Nachdem ich mich eben so blamiert hatte da mit der Toilette. Der Robo-Manager, ich hab's geschafft, Mann. Gott sei Dank. Ja, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt 1500 Yen dafür ausgegeben hier. Oh wow, 30.000 gibt er uns. Nicht schlecht. Also wir haben auf jeden Fall mehr rausbekommen, als wir letztlich ausgegeben haben. Das muss man mal sagen. Gucken wir uns mal ein bisschen das Design hier drin an. Natürlich Anime, was sonst? Was sind das für Spiele? Blast City. Virtua Fighter. Klassiker. Natürlich Sega, ne? Ist ja Sega, ja. Ja, da steht Insert Coins, das will ich auch machen, aber irgendwie geht's nicht. Vielleicht muss ich das Intro gucken beim ersten Mal.
Nee, muss ich nicht. Ich muss nur Options drücken. Na, guck dir den an hier. Son Goku. Oh, voll verkackt. Eieiei, das ist ja übelst Retro-Style, ne? Ah! Stand up, man. Komm schon. Woo! Fight! Pass auf. Was kann ich eigentlich machen? Okay, so zurück. Ah! So kann ich ihn greifen. Bam! Great. Das ist aber schon remastered, ne? Also die Qualität von dem Spiel. Wenn ihr euch das damals auf der PlayStation 1 vorstellt, also jetzt mal an die jüngeren Leute, das sah alles noch ein bisschen eckiger und verpixelter aus. Ey, Alter, die Sarah, die ist nicht schlecht. Die macht mich fertig! Die macht mich fertig! Nein! Okay. Es wird jetzt entscheidend sein in Round 2. Stand up. Stand up. Stand up. Wow. Wow. Okay. Jetzt wird's entschieden. Letzte Runde. Go. Wow, die ist schneller, Alter. Die war einfach schneller. Ey, Mann, die ist zu stark für mich. Jetzt wird's aber eng. Noch ist nicht vorbei, Mädchen. Komm her, komm her. Yes. Voll in den Fuß gerannt, Mann. Oh je, der große Meister. Wie macht man Griffe? Ich habe das, glaube ich, eben eher zufällig gemacht. Ah. Ich würde aber schon gern wissen, wie man es macht. Okay, mit Viereck macht man, glaube ich, eher so Verteidigung, ne? Blocken, genau. Ja, das hat schon mal einmal funktioniert. Ich bin ja nicht gerade der große Blockmeister. Aber gut, Shun ist bezwungen. Oh je, Pai. Boah, die geht ja direkt voll drauf, Alter. Nicht schlecht. Aber noch ist nicht vorbei. Boah. Komm. Ha! Das war knapp. Boah. Also dieser Schlag gefällt mir. Schön von oben. Oh, da hat sie richtig gut gekontert. Also sie hat auf jeden Fall mehr drauf als ich. Oh, voll verbockt. Shit. So, jetzt wieder. Müssen wir wieder ernst machen. Wow. Tut mir leid, Mädchen, aber... Wow, wieder gekontert. Ja gut, ich habe jetzt hier nicht so große Hoffnung, weil ich habe das nicht raus und... Ja, shit. Naja, egal. Na, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier raus? Ja, no problem, man, no problem. Das war ja nur ein Test. Ich wollte ja nur mal testen, wie es läuft, ja. Wie komme ich jetzt raus? Nein, das wollte ich doch nicht. Ah. Jetzt mache ich hier noch eine Runde. Na gut, ich könnte ja vielleicht mal ein paar Sachen lernen, ne? So, mit R1, L1. Eben, das war ja eher so total unüberlegt. Wie macht man Griffe? Ist das wie bei Tekken, wo man... Ich kann mir doch die Skill-List angucken, oder? Ne, kann ich nicht. Komm her, du Sack. Der sieht aus wie Tao Bai Bai, Alter, von Dragon Ball. Ja,
Ah, so komme ich raus. Ja, klar. Ja, danke auf jeden Fall für die Erfahrung, aber das mache ich dann irgendwann ein anderes Mal. Ich wollte ja nur mal herausfinden, wie das so ist, ne? Auch mit dieser Toilette da, das habe ich nicht kapiert. Letzten Endes, worum es da ging im Spielprinzip. Andermal. Aber die haben coole Spiele hier. Jetzt ist erstmal rum. Auch mal auf ein paar andere Sachen konzentrieren, ne? Ich denke mal, heute mache ich wirklich nur so ein paar Sidequests und so. Hier braucht wieder jemand Hilfe. At you, man, at you. Wow, mutig. Kommen wir wieder zu diesem Kampfsystem, wo ich auch noch Verbesserungspotenzial habe. Komm her, du. Komm her, habe ich gesagt, ne? Mit deiner scheiß Kappe. Kein Problem, Silver Plate. Ja, ich krieg einfach mal Teller geschenkt. Als Belohnung. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich rede heute ein wenig, ich weiß nicht, ein bisschen undeutlich vielleicht. Egal, nicht so schlimm. Ja, guck dir die. Ja, bevor dieses Symbol gekommen ist, kann ich nichts machen. Komm her. ¥2000. Komm her, ey, du Sack. Ah, der ist schon hinüber. Guck dir den Dicken an hier. Der schmeißt einfach mal mit der Bank auf mich. Aber es scheint nicht ganz unbeliebt zu sein bei unseren Mitmenschen. Golfcenter. Können wir mal eine Runde Golf spielen, warum nicht? Ach komm, jetzt nicht, oder? Ah, andermal. Ich wollte ein paar Sidequests machen und Golf braucht dann auch wieder seine Zeit, bis es fertig ist. Aber ich werde das auf jeden Fall noch machen. Sunrise. Sonnenstudio, oder was? Ich glaube, da können wir gar nicht rein, ne? Oder ist das ein Casino, oder was? Ein ewig währender Jahrmarkt ist das hier, ne? Oh. Sorry, Oma. Hier gibt's auch wieder Essen. Mit dem haben wir schon mal gesprochen. Der hat, genau, der hatte jetzt nichts an Side-Dishes. An Side-Missions für uns. An Nebenquests. Da liegt auch was auf dem Boden. Ich kann mich. Ah ja. Hier können wir immer noch nicht durch. You found the key for the Stolen Body. Coin Lockers. Mal wieder. Hotel ist erledigt. Oh nee. Warum? Warum macht ihr das? Und dann verfolgt ihr mich auch noch. Tut mir leid, ihr müsst mal aus dem Weg gehen hier. Ich muss mir mal kurz was ausleihen. Ah, geht nicht. Red Skull. Also langsam geht ihr mir auf den Sack. Ah,
Thema interessiert. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich ihm was beibringen kann. Wir haben ein paar neue Stats. Boost Attack, Battle Skills, Enhanced Counter. Just getting started. Ja. Das ist erst der Anfang. Invasion Strike. Und wieder eine Silver Plate. Auf dem Silbertablett serviert. Viele solcher Automaten hier. Ah, da ist wieder unser Freund. Na, gibt's was Neues? Nö. Was gibt's denn hier unten? Gibt's hier irgendwelche Sachen zu erledigen? Ah, da fährt ein Bötchen. Schön. Ist das der Hintereingang zu Don Quixote? Ja, ja, klar. Aber der hat jetzt auch nichts zu erledigen für uns, ne? Hier unten am Dock oder am Steg, das ist der Steg hier. Ja, ich sehe keine Anlegestelle, oder sind das die Anlegestellen? Ah, naja, da liegt noch was. You found the key for, ja, wieder mal. Ne, das sind keine Anlegestellen. Aber hier ist eine. Und die schon wieder. Junge, Junge, auf engstem Raum. Hau ab. Thema interessiert. Naja, die Oma. Ah, jetzt geht sie weg, jetzt hat sie doch Angst. Und da liegt noch was. Ein weiterer Schlüssel. Ach. Hier haben wir doch unseren Freund getroffen, ne? Und was liegt da? Oh. Ah! Was ist passiert? Wollte das für seine Freundin holen, ne? Vielleicht wurde er enttäuscht, der arme Kerl. Was? Go back to was? Der steht immer noch hier, ne? Moment mal. Doch. Oh. So. Wieder eine neue Aufgabe. Diesmal als Model unterwegs. Mal gucken, wie das aussieht. Ich meine, so schlecht angezogen ist er ja gar nicht, ne?
Ja, das stimmt. Oh wei. Jetzt geht's ab. Was für ein Typ, Alter. Oh wei. Ha ha ha!
Location. Oh wei. Natürlich gibt's einen Haken. Oh je. Jetzt wollen sie auf einmal Stress. Ob das so eine gute Idee ist, Leute? Hättest du lieber sein lassen sollen, mein Freund. Nimm den Stuhl! Oh, der hat mir gegeben, Alter. Der hat mir gegeben. Mal gucken, wie lange noch. Warte mal, ich hol mir mal was Schönes. Buch, komm her. Nee, das ist kein Buch, das ist ein Notizbrett. Ja. Poison Sun. Das ist doch Kunst. Hi. Endless Shaking. Und wieder eine kleine Aufgabe erfüllt. Ja, das ist halt auch der Sinn in diesem Spiel, ne? Nicht einfach nur immer Story durchmachen und so. Das ist ja das Schöne hier. Gibt viele Möglichkeiten. Wäre ja verschwenderisch, wenn ich hier nur durchlaufen würde. Und nichts davon irgendwie wieder ein Locker Key mitnehmen würde. Was hier so alles existiert. Hier zum Beispiel solche versteckten Wege hier, ne? Wieder so ein Schlüssel. Oder hier. Verstecktes Casino, hä? Krass, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Beziehungsweise auch keine Lust. Denn das dauert alles seine Zeit. Aber wie gesagt, mit diesem Spiel kann man sich lange beschäftigen. Dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Wir haben ja schon einige Sachen hinter uns gebracht. Unser Hauptziel befindet sich allerdings dort hier, genau. Was gibt's denn eigentlich noch für Aufgaben? Moment, ich könnte ihn ja noch ein bisschen wieder aufmotzen. Kann man alles gebrauchen. Schau mal, was wir alles gelernt haben. Wie viele Punkte wir jetzt haben, ne? Wahnsinn.
Post Light Attack. Wieder ausgestattet. Evasion Strike. Quick Step. Boost Quick Step. Das hört sich auch ganz gut an. Taunt. Allows you to taunt enemies and charge up heat. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Ja. Was gibt's hier noch? Das ist auch Casino Gambling. Gandhara. Was ist das denn? Gandhara, das muss ich mal checken. Open Road Shogi Sotenbori. Shogi, ist das nicht ein Spiel? Shofukucho S. Eieiei. Ach so, das sind die Taxi-Stände, ne? Ja, tut mir leid, ich bin nicht so involviert in die ganze Sache. Aber, was gibt es denn noch für Aufgaben? Completion List, ja. Also, ich sehe jetzt hier keine... Abseits von der Hauptaufgabe, die wir zu erledigen haben. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal hin. Ja. Kaum sag ich es... Moment, bin ich nicht an den Locker-Keys vorbeigegangen? Na, kommt. Na, den Kick, den sollte ich mir gut überlegen. Ich glaube, ich bin gar nicht so fit, ne? Guck mal mein Leben an, ich bin tot, Alter. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, selber schuld, ne? Wenn man gar nicht auf seine Lebensanzeige achtet. Ich ging einfach mal davon aus, ja gut, das läuft schon, ne? Aber du musst ja manchmal auch mal was essen, um dich ein bisschen aufzufrischen. Moment mal, wo sind denn eigentlich diese Locker-Keys? Da wollte ich jetzt eigentlich mal hin. Was essen kann ich dann auch mal? Hier waren die, oder? Die Schließfächer. Moment, guck dir mal dein Leben an. Ist wieder voll. Ist wieder voll. Einfach so. Einfach so wieder voll. Na. Da sind sie ja schon wieder. Kann ich hier nicht aus dem Weg gehen? Na, es ist der schnellste Weg. Geh mal weg, junge Dame. Hier sind ein paar Leute. Erstmal einen ausschalten. Der war schon weg. So. Ja, ich wollte nur durch, Alter. Ich wollte einfach nur durch, aber ihr lasst mich ja nicht. Ihr lasst mich einfach nicht in Ruhe. Und dann kommt eben sowas dabei raus, ne? Oder wo waren diese Fächer? Waren die hier in der Straße? Ah, da sind schon wieder diese Gangster. Ich muss aber da durch. Vielleicht schaffe ich es ja ohne Stress. Ausnahmsweise. Ah, wieder einer. Sehr gut. Ah, hier ist unser Freund. Hier. Also, wir könnten natürlich gehen, ne? Aber ich denke mal, für heute haben wir einige Sachen erfüllt. Nächste Folge machen wir einfach weiter. Wir gucken, dass wir noch ein paar Sachen erledigt bekommen hier. Ich guck mal auch die Locker-Keys und alles. Aber wir sind jetzt auch schon wieder 50 Minuten dran, ne? Muss ja nicht jede Folge immer so ewig lang sein. Wir haben ja Zeit mit dem Kram. Wir haben Zeit, alles cool. Alles klar, Leute. Ich danke euch fürs dabei sein. Passt auf euch auf, ja? Wie immer, ist euer Boy Flow, Mr. One. Und bleibt gesund, ja? Bis zur nächsten Folge. Peace out. Ciao, ciao.